Ihr Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ihr habt mir wahnsinnig viele Fragen geschickt, als ich das Bild hier gemacht habe fürs Wohnzimmer. Welche Farben, welche Leinwand, wie wird die aufgespannt, wie bin ich vorgegangen, Farbkomposition und rum. Fassen wir das heute einmal alles zusammen. Das Coole an der Acrylfarbe ist halt auch, wenn es scheiße aussieht, geht man halt einfach nochmal drüber. Wenn ihr neu hier seid, ich bin Linda, ich bastle und werkle auf diesem Kanal, manchmal male ich auch. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, wenn euch das Thema DIY, basteln, werkeln, malen und so interessiert. So, ganz viele Fragen kamen zu den Farben, welche Farben ich verwendet habe. Ich habe diese hier verwendet von Amsterdam und von Reeves, die habe ich mal geschenkt bekommen in so einem Set. Ich fand beide sehr gut. Ich weiß, dass die Profis da wirklich dann auch Wert drauf legen, welche Pigmentierung und welche Konsistenz ideal ist bei welcher Farbmarke. Für mich mit so einem abstrakten Bild als Hobbymaler waren beide wunderbar und ich muss sogar sagen, ich habe auch so ein Drogerie-Ding hier, oder nicht Drogerie, sondern ich glaube, das ist aus dem Supermarkt. Komme ich auch mit klar, ne? Ich habe mir am Anfang gedacht, Farben mischen ist ja nicht so einfach, wie es aussieht. Ich kaufe Farben oder so eine Art Farbpalette, die ich schön finde und arbeite mich von da an voran. Das hat so medium gut funktioniert, weil diese Farben, die schon gemischt sind, dann noch so ein bisschen weiter zu mischen, da kamen dann irgendwie immer so matschige Töne raus oder so ein Schweinchenrosa. Also ich hätte dann so ein Altrosé. Und es kam immer irgendwie Schweinchenrosa raus und da habe ich hin und her und gemischt und gemischt und gemischt und irgendwie nichts Anständiges zusammengebracht. Und darum habe ich mir dann in der zweiten Runde nochmal die Grundfarben zugelegt. Also Rot, Gelb, Grün, also nicht ganz nur die Grundfarben, aber eben so Basics zu mischen. Bevor ich einen großen Pot gekauft habe, schon mal früher, ist das Weiß. Das braucht man zum Grundieren, das braucht man zum Mischen, man verbraucht unglaublich viel Weiß. Also ich gebe zu, dass das Bild natürlich auch relativ hell ist insgesamt, aber selbst wenn man dunkler malt, schon allein, weil man damit grundiert, eine große Packung Weiß schadet nicht. Das war jetzt brillant. Das ist mal richtig doof jetzt, oder? Ich wollte einfach zu dir sagen, guck mal, das sieht schön aus, da könnte man nochmal voll schön drauf filmen. Naja, so ist das halt, wie sagst du immer, wo gehobelt wird, dann wird der Fall noch später. So, dann ist die Frage, worauf malt man? Ihr habt im letzten Video gesehen, ich hatte so eine riesige Leinwandrolle. Es gibt verschiedene Möglichkeiten und zwar ist das einfachste wahrscheinlich diese auf Pappe aufgezogene Leinwand. Also die sind so ganz flach. Und ich habe die, wo habe ich die her? Ach so, aus dem 1-Euro-Shop oder sowas. Gibt es wahrscheinlich auch im Künstlerbedarf, aber die sind halt, also das habe ich dann zum Mischen verwendet. Aber das ist so das Einfachste, Praktischste zum Anfang erstmal, fand ich. Man sieht auch, hier habe ich einfach mal probiert, wild drauf loszumalen, ist nicht ganz so gelungen. Ach, ich finde es schön. Aber dazu kommen wir gleich noch, was ich mir so ein bisschen daraus abgeleitet habe zum Vorgehen allgemein. Zu den Rahmen, ich habe so direkt schon aufgespannte auch hier. Also die sind dann auf so richtig schöne Rahmen schon so aufgespannt im Künstlerbedarf zu kaufen. Gibt es ein bisschen dicker und ein bisschen dünner. Dann ist natürlich auch ein kleiner Preisunterschied. Aber gibt es in diversen Größen. Also gerade so diese normalen Wandgrößen, sage ich mal. Also die normalen Wandgemälde wie die hier. Kriegt man. Also ich glaube, man kriegt alle Größen schon. Aber diese ganz großen, das ist dann auch. Die kleinen auch teilweise im Baumarkt, oder? Stimmt, ich glaube, auch so diese DIN A4 Größen und so kriegt man relativ häufig. Die habe ich jetzt aus dem Künstlerbedarf und in der Größe muss man wahrscheinlich schon in sehr gut sortierten Künstlerbedarf und da muss man auch erstmal gucken, wie man es nach Hause transportiert. Darum haben wir dann gesagt, wir kaufen eine Rolle und bauen den Rahmen selbst. Der Vorteil von so einer Leinwandrolle ist natürlich, dass man auch einfach ein bisschen probieren kann und einfach noch ein bisschen weiter ausrollt. Also ich fand zum Beispiel diesen orangen Part da oben ganz schön. Hätte ich jetzt ein kleineres Bild machen wollen, hätte ich einfach da so ein bisschen weiter dran bauen können und dann eins in der Größe aufziehen. Es wird eigentlich empfohlen, dass man so eine Leinwand auf eine Pappe aufklebt. Ist vor allem auch dann praktisch, wenn man sagt, okay, man möchte sich das auch auf eine Staffelei stellen oder schon mal hinhalten oder man möchte das Motiv wirklich, dass in der Mitte eine Welle drin ist oder so, dann kann man das auch, wenn man es vorher zuschneidet und aufklebt, besser einschätzen. Haben wir nicht gemacht, hat auch funktioniert. Ist auch ein ganz schön riesiges Ding geworden irgendwie. Kannst du es dir vorstellen? Ja, ja.
Man muss sich halt auch dessen bewusst sein, man muss am Ende einen Rahmen bauen, um das Ding aufzuhängen. Da ist natürlich praktischer, wenn man schon einen auf dem Rahmen hat. Dann sagt man nicht am Ende, ah, ist jetzt ganz schön geworden, aber das mache ich dann nächste Woche, nächste Woche, nächste Woche. Also kann ich mir vorstellen, dass anderen das so gehen könnte. Ich packe natürlich immer sofort alles ab. Ja, und mache das dann direkt. Bei mir liegt nie was länger rum. Nein. Nein. So, beim Malen habe ich jetzt erstmal damit angefangen, die Leinwand weiß zu grundieren. Die ist zwar weiß vorgrundiert, es wird aber trotzdem empfohlen, damit die nicht so viel Farbe zieht. Und fand ich irgendwie logisch, habe ich jetzt einfach mal so gemacht. Also ich habe es jetzt nicht getestet, ob es anders gewesen wäre. Ist nicht mit einer Farbrolle einfacher? Sehr gute Frage. Keine Ahnung. Hat da wahrscheinlich recht? Habe ich. Nicht wahrscheinlich. Naja, aber wahrscheinlich ist es auch irgendwie egal. Ich weiß nicht. Ist ja nur weiß auf weiß. Aber bringt uns zum nächsten Punkt. Womit malt man denn da drauf? Ich habe auf das Bild habe ich gespachtelt. Also das habe ich das sogar mit einem Papier gemacht. Also so Farbklecksen und dann so runtergezogen. Vielleicht brauche ich ein bisschen mehr einen Plan als das, was ich jetzt habe. Mit Pappe habe ich es auf jeden Fall gemacht für das Bild, was bei Alex hängt. Sieht doch gut aus. Ich habe mir aber danach so ein Ding gekauft. Damit kann man auf jeden Fall mal gut rum experimentieren. Das ergibt coole Effekte. Gibt es bei Ikea auch für 1 Euro oder so. Ich habe hier sogar so einen richtig schönen. Oder auch einfach mit einem Stück Pappe. Ansonsten habe ich das große Bild fast nur mit diesem Pinsel gemalt. Ich habe immer irgendwie eine Farbe angemischt. Irgendwie weiß und gelb für so ein hellgelb. Und dann hier und da so ein bisschen. Also dass man so ein bisschen guckt, dass es irgendwo anders nochmal wiederkommt. Und dann ein bisschen Rot drauf, ein bisschen gemischt. Dann irgendwie die Rosé-Töne verteilt. Und eigentlich alles mit dem. Was auch noch ganz coole Effekte gibt, wenn man die Acrylfarbe einfach ein bisschen verdünnt. Die ist ja auf Wasserbasis und dann so drüber sprutzt oder es einfach so dadurch ein bisschen mehr verlaufen lässt. Also damit kann man auch nochmal schöne Effekte erzielen und ein bisschen rumexperimentieren. Wie bei uns in der Toilette, oder? Ja, genau, da haben wir auch so Sachen gemacht. Macht doch Spaß. So, jetzt ist natürlich die Frage aller Fragen, wie fängt man jetzt an? Man hat jetzt aber diese total schöne romantische Idee vom Künstler, der sich in seinen Farben verliert und dann da einfach ein schönes Kunstwerk zaubert. Das funktioniert vielleicht auch für Leute, die das jahrzehntelang machen oder die ja wirklich für leben. Aber wenn man sich jetzt einmal für sein Wohnzimmer irgendwie ein schönes abstraktes Gemälde malen will, dann funktioniert das nach meiner Erfahrung nicht so wirklich. Was ich jetzt gemacht habe, ich habe bei Pinterest und bei Instagram immer wieder gebookmarkt, was mir so ganz gut gefällt und mir dann so ein bisschen angeguckt, warum gefällt mir das? Also sind das immer irgendwie super knallige Farben oder große Flächen oder manchmal so Verläufe, also in dem Fall jetzt eher ja das Geradlinige. Was machst du? Ich mache noch Bildinspirationen. Gern sowas. So monströs groß. Kann man das sehen? Wenn man jetzt ein Kunstwerk gefunden hat, was man mega geil findet, würde ich fast vorschlagen, versuch es einfach nachzumachen, weil es kommt sowieso was ganz was anderes dabei raus. Was ich zusätzlich meistens mache, ich gucke mir das an, präge mir das ein, so am Abend und wenn ich am nächsten Tag male, gucke ich nicht nochmal drauf, weil man möchte ja auch, dass was anderes rauskommt. Aber wenn man so eine Grundinspiration hat und sagt, okay, da finde ich jetzt mega cool, so große gelbe Fläche oben und dann unten irgendwie dunklere Streifen oder sowas, dass man sich das so ein bisschen als Grundkonzept im Kopf behält und dann versucht, was Ähnliches zu reproduzieren. Meistens hat man ja jetzt nicht dieses eine perfekte Bild, was man cool findet, sondern irgendwie so eine Auswahl von... Ich hatte jetzt ganz viele mit knalligen, bunten Flächen. Na, sowas sieht doch geil aus. Also ich glaube, sowas kriegt man nicht so leicht hin. Aber so von den Farben und so, finde ich, irgendwie würde das nochmal richtig gut Pep reinbringen. Da würde ich ähnlich vorgehen und mir so ein bisschen eben diese Grundkonzepte überlegen. Sind das große Flächen, knallige Farben? Hat das irgendwie so eine Linie irgendwo? Und das so ein bisschen im Kopf behalten und dann damit starten. Was mir irgendwie klar war, wir haben eine dunkle Wand. Ich hätte gern hellere Farben, habe mir von der Farbfamilie mich auch so ein bisschen an dem Pink orientiert und habe dann direkt angefangen, halt hier einen langen Part und hier unten diese Kringel hinzusetzen, um so eine lange, gleichmäßige Grundstruktur zu haben und dann da drum herum gearbeitet. Also ich habe wirklich hier an dem Streifen praktisch immer angebaut und hier so ein bisschen uns dann so ein bisschen verbunden, könnte man sagen. Ich habe da in mehreren Schichten gearbeitet, also ich habe da mich da, das lag bestimmt eine Woche oder so rum und habe immer mal wieder 10 Minuten dran gearbeitet und habe mir dann
zum Beispiel so ein Hellgelb gemischt und dann gesagt, okay, ich hätte gerne, wenn ich hier eine größere Fläche habe, dass das irgendwo hier drüben und hier unten nochmal wiederkommt. Hier ist es ziemlich groß übermalt jetzt. Hier unten sieht man noch eine recht größere Fläche in Hellgelb und habe dann da immer so kleinere Flächen gesetzt, beziehungsweise die Farbe dann auch so ein bisschen abweichend gemischt, wenn davon noch was übrig war oder aus dem Rest. Dann irgendwie noch ein bisschen mehr Rot mit rein, ein bisschen Orangetöne verteilt und habe dann so über die Tage immer drüber geschichtet. Was ich wirklich gemerkt habe, ich war total zögerlich, dass ich wollte unbedingt diesen knatschpinken Streifen mit drin haben. Und den hatte ich als erstes gemalt, weil ich den so ein bisschen gelayert und versteckt haben wollte. Und dann habe ich mich nicht so richtig getraut, drüber zu malen. Also man hat dann so richtig, es sah wie irgendwie komisch aus. Also das, alles andere war irgendwie so schön überlappend und das war wie so... Irgendwie so, ich habe mich nicht getraut. Und dann bin ich wirklich dann hier auch nochmal drüber und dann aber mit dem Pink einfach nochmal. Also man muss wirklich immer im Kopf haben, man kann ganz viele Schichten übereinander setzen und immer wieder korrigieren und Farbe reinbringen, wenn man welche rausgenommen hat und andersrum. So, und dann muss man noch einen Rahmen bauen. Ich zeige euch den jetzt hier nochmal. Wir haben da einfach so Baumarktlatten verwendet. Und einfach von hier draußen große Schrauben reingeballert. Dann haben wir das aufgelegt und so ein bisschen markiert, weil ich wollte, dass diese geradlinigen Parts auch geradlinig, also dass man es nicht aus Versehen so aufspannt, dass es so läuft. Also habe ich mir so ein bisschen mit einem Bleistift angezeichnet, draufgelegt und dann ab der Mitte hier festgetackert. Also in der Ecke und dann über die Ecke so. Also, ihr versteht schon, so, so, ja, so. Man muss das schön festziehen, also so ziehen und dann tackern, aber das Material ist ja so steif und geradlinig eigentlich. Das ist jetzt auch nicht, also, ja, wir haben es, ich alleine teilweise auch, du hast teilweise ein bisschen geholfen und es sieht wunderbar aus. Also eine Ecke ist so leicht gewellt, aber sonst... Ja, und dann, unser steht ja an der Wand, hat viel Kritik geerntet, alle sagen, häng es quer auf. Ich finde es irgendwie so ganz modern und cool. Es gibt so Tesa-Klebenägel auch, die direkt für Leinwände gemacht sind. Die haben oben so einen kleinen Pixer. Also wenn man sich noch nicht so sicher ist mit seiner eigenen Kunst, ob einem die gefällt, nimmt man so ein, hängt die da dran und hängt es auf und damit hat es sich, oder? Ansonsten schreibt uns gerne in die Kommentare, wenn ihr noch weitere Tipps und Ideen habt. Das ist immer ganz cool, weil es natürlich auch eine Hilfe ist für alle anderen und da entstehen immer ganz interessante Austausche auch teilweise unter den Videos. Also da freuen wir uns sehr und ja, ansonsten abonniert den Kanal und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.